Forza Italia! Italienisches Trattoria-Feeling in Nürnberg. Wir bieten eine italienische Küche und die soll so angenommen werden wie in Italien. Raoul bietet mediterrane Fischgerichte wie bei Mama. Aber er hätte nicht mehr kochen dürfen. Also nicht mehr, wenn jetzt gleich deine Mitstreiter kommen, aufpassen bei sowas. Auch Pizza und Pasta dürfen nicht fehlen. Wir sind uns leider etwas einig. Klingt nicht gut. Boah, schauen die böse. Klar, diese Rostbratwürstchen kennt jedes Kind. Aber was kommt in Nürnberg noch so auf den Tisch? Zum Beispiel Burger in allen Varianten. Damit machte gestern Simon den Anfang und ergatterte 31 Punkte von der Konkurrenz. Am Ende der Woche entscheidet Mike Süßer mit seinem Urteil über Sieg oder Niederlage. So, heute am zweiten Tag wird's italienisch. Es geht zum Raoul ins Il Rossini. Und ich habe jetzt wirklich noch keine Information. Ist es jetzt eine Trattoria? Also setze ich mich hin, esse eine gute Pasta? Oder ist es nur, in Anführungsstrichen, eine Pizzeria? Oder fühle ich mich zurückversetzt an meine Zeit, wo ich an der Amalfiküste einmal war, ganze Fische verzehrt habe, irgendwie in diese Richtung? Also kriege ich Gänsehaut, wenn es in die Richtung geht. Auf jeden Fall weiß ich eins, es wird sicherlich Spaß machen und er soll ein cooler Typ sein. Wir sind gespannt. Und da ist er ja auch schon, der coole Typ. Aufgewachsen ist Raoul in Venedig und kam vor 18 Jahren nach Deutschland. Sein Restaurant eröffnete er 2011. Wir sind eine Trattoria, wo die Leute sich wohlfühlen sollen. Und unser Konzept ist, alles frisch und schnell wie möglich zu vorbereiten und die Leute mit dem Geschmack zu überzeugen. Und das auf engstem Raum. Die Küche hat nur 20 Quadratmeter. Wir bieten eine italienische Küche und die soll so angenommen werden wie in Italien. Nicht, weil man sich in einem anderen Land befindet, dass man sich anpasst an den Geschmack von den anderen, von den Bewohnern von diesem Land. Ich kann leider wenig Italienisch. Ich habe auch nie in Italien gearbeitet. Ein bisschen schade, aber es ist eine der Sprachen, die ich gerne noch mal lernen will. Eine lerne ich noch, entweder Italienisch oder Spanisch. Vielleicht bringt dir der waschechte Italiener Raoul heute ein paar neue Worte bei, lieber Mike. War witzig. So, buongiorno, da ist er, das ist Raoul. Und boah, mit einer offenen Küche, ne? Herrlich. Buongiorno. Herr Chef. Hallo. Ciao, Mike. Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Also, das ist schön. Und die Stühle und das alles, bist du auch derjenige, der diesen Geschmack hat zum Einrichten und alles? Und die Tische sind 25 Jahre alt. Die habe ich von jemandem gekauft, der aufgehört hat. Und verschiedene Stühle. Ne? Also, klasse. Also, genau. Das meine ich wirklich. So verschiedene Stühle liegt daran, kommen auch verschiedene Leute. Nicht jeder muss denselben Stuhl haben. Finde ich wirklich eine coole Ansage. Sehr liebevoll ist auch die Deko in dem 80-Plätze-Restaurante. Viele Kleinigkeiten, die da drin sind, sind Erinnerungen entweder von Gästen oder von Sachen, die wir erlebt haben und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn man da durchläuft und vielleicht eine Minute hat, man erinnert sich an diesen Tag. Und das Ganze macht für alle so ein kleines Stück wie zu Hause fühlen. In dem Fall also quasi wie bei Papa Raoul. Die offene Küche, das gefällt mir. Wir haben nichts zu verbergen, deswegen ja, habe ich mir gedacht, super. Es ist schön, dass die Gäste irgendwie sehen, was für den gekocht wird. Die Stimmung ist schon mal perfetto. Ach, schau mal, wie sie strahlen, ne? Hast du so eine hohe Hitze oder hast du Bluthochdruck oder was ist, Junge? Er freut sich, dass ich komme. Spar mir rein. Ja, bestimmt. Francesco. Ich habe ja 10 Punkte zu vergeben, genau wie die anderen Mitstreiter. Ja? Habt ihr euch da besprochen, was ich für ein Gericht bekomme? Das ist die Tagliolini allo Scoglio. Okay, das ist mit Meeresfrüchten. Das ist mit Meeresfrüchten. Und das ist eine der Gerichte, die bei uns. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker und ist eine der Gerichte, die bei uns am besten gehen. Okay. Deswegen haben wir nicht nach unserer Meinung oder Geschmack, sondern was von den Gästen verlangt wird. Ob der Klassiker auch Mike überzeugen kann? Na dann mal rein in die dampfige Kocharena. Hi, Mark. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch. Also eben hast du schon Betriebstemperatur gehabt. Ja. Ne? So, hab ich gedacht, na? Also er ist schon nervös. Darf man ja auch sein, wenn einem ein Spitzenkoch über die Schulter schaut. Klein, fein, funktionabel die Küche. Ne? Also sehr enger Schlauch.
Aber man kann sofort sich umdrehen, hat die Kühlschubladen. Da drehst du dich um, bist schon am Zubereiten. Ne? Also, wenn es heißt Scampi, dann ist wirklich der Scampi. Ein Scampi hat nämlich eine Schere. Ja? Und ja, Scampi ist länglich. Und eine Garnele ist rund. Und viele schreiben Scampi, geben aber Garnele raus, ne, weil sie ein bisschen günstiger ist. Und ihr, ja, ist so. Es ist einfach Betrug. Und das ist nicht in Ordnung. Und ihr habt richtig schöne Scampi. Scampi. Ihr habt Garnele. Oh, Calamari frisch. Oh, endlich mal. Nicht der Quietschi-Mann, hat keinen Frost gesehen. Ne? Also, freut mich schon mal sehr. Tolle Produkte. Müsst ihr ja auch in dieser Küche vorbereiten? Francesco? Habe ich vorbereitet. Normalerweise, wir haben Tomatensauce. Ja. Und Ragu. Mhm. Oh, schön, frische Muscheln. Ja, heute ist der gekommen. Okay, bekomme ich die auch da rein? Ja, klar. Das ist auch was für mich? Ach, Venusmuscheln. Venusmuscheln. Das sind alles tolle Produkte, ja. Und alles frisch, schön geschlossen. Ganz wichtig, die Miesmuschel. Und wenn sie sich nicht geöffnet hat nach dem Kochen, also auch weg. Ne? Ja, genau. Und man kann aber auch eins testen. Wenn sie ein bisschen geöffnet sind, heißt das nicht automatisch immer gleich wegschmeißen. Mal so ein bisschen gegenklopfen. Gell? Die Kleinen, die leben nämlich, ja. Und dann sieht man, dass sie sich noch ein bisschen schließen. Und dann weiß man, da ist noch Leben drin. Wieder was gelernt. Jetzt will Mike aber Taten sehen. Bon noi. Bestellung. Bon noi. Was? Linguine allo scoglio. Attacke. Feuer frei jetzt. Ich will was sehen. Tempo. Okay. Allo scoglio. Schön. Also ich muss das eigentlich noch mal lernen, oder? Allo scoglio. Da kommt doch gleich Urlaubsfeeling auf. Ein Gericht, das es in Italien an jeder Strandbude gibt. Jetzt musst du natürlich... Ach, schau mal da. Oh, Francesco, was ist los? Bluthochdruck? Was ist nicht, was ist passiert? Schau mal, der Farbunterschied. Nee. Jetzt aber. Jetzt hat er die richtige Unterstützung bekommen. Jetzt hast du aber Dynamik. Ja, genau. Ja, sauber. Ciao, Italien. Ciao. Attacke. Mal hört auf damit, der ist eh schon so nervös. Jetzt muss man natürlich auch schauen, Tomate, ja, dass das einfach auch schnell geht. Genau. Ne? Weil sonst ist der schöne Kalamar eigentlich auch wieder drüber. Ja, ne? Ja, genau. Tomaten machst du gleich am Anfang rein, damit ja, wegen genau. Geschmack oder so? Für Geschmack. Okay. Aber sonst hast du jetzt kein Gewürz drin? Kein Gewürz. Spricht alles nach, ne? Hast du kein Gewürz? Kein Gewürz. Hast du, glaube ich, ganz so kurz. Machst du Tomate? Mach ich Tomate. Ganz kleiner Tipp, Tomate hat natürliches Glutamat. Genau. Wenn du nur eine Prise Salz und eine ganz kleine Prise Zucker beim Braten mit reingibst, Tomate entwickelt sich besser. Auch für die Zubereitung der Meeresfrüchte hat der Profi einen Rat. Schau mal her. Unten schön den Panzer aufschneiden, ja? Schaut's her. Wegziehen. Und dann lässt du ihn wahrscheinlich im Ganzen in der Pfanne. Genau. Okay. Lass so. Perfekt. Hier habe ich geschnitten, habe ich sauber gemacht. Darm raus. Okay, weil diese alles da. Genau. Okay. Und? Okay. Und rein in die Pfanne. Oh, schau, schau, schau. Jetzt wird der Scampi und die Garnele, das machst du absichtlich in der Schale. Warum? In der Schale, weil es schmeckt besser in der Schale. Bleibt sehr weich. Ist natürlich auch noch Geschmack in dieser Schale drin. Also da hast du dann wirklich noch das aus dem Meer so umspült, ummantelt. Bringt noch mal was, ne? Du musst natürlich jetzt aufpassen, wenn das jetzt wieder den Punkt von der Garzeit zu viel hat, dann wird der Scampi wie ein Gummi oder so, dann wird alles so... Verliert so ein bisschen das Saftige. Ich hoffe, dass das alles klappt. Aber als Italiener hat Francesco das Kochen doch im Blut. Frische Kräuter rein, Basilikum, Petersilie, fertig, aus. Ne? Prego, Mike. Das war's. Bist du fertig? Fertig. Und? Kommt doch noch was drauf. Petersilie. Fertig? Mhm. Mhm. Ja. Alles klar. Also. Die Qualität der Produkte hat Mike bereits überzeugt. Gilt das auch für Francescos Kochkünste? Na gut, super. Schmeckt sehr gut, aber er hätte nicht mehr kochen dürfen. Also nicht mehr. Genau, nicht länger. Nein. Nicht zu lange, weil er wird trocken. Also bitte, wenn jetzt gleich deine Mitstreiter kommen, aufpassen bei sowas. Da die sind dann nicht so versöhnlich. Insgesamt ist ein toller Geschmack und ist auch Italien. Und wenn du die kalten Keller servierst, kriegst du draußen von deinen Mitstreitern einen um die Ohren. Und dann zu sehen, ob sie es umsetzen oder nicht, das ist dann auch spannend, wenn man hier sitzt. Ja, die Teller vorher zu erwärmen ist ein guter Tipp, weil kommt auch die Nudel wärmer am Tisch. Verstehen. So, Mike, mal unter uns. Wie gefällt dir das Il Rossini?
Es war schon Italien, ne? Vom Geschmack her und so war alles da und einfach tolle, tolle Produkte. Wirklich nicht irgendwie so die Tiefkühlgummifarm. Bisschen nervös war der Francesco, ne? Also da hoffe ich, dass er im letzten Finish, wenn dann die Mitstreiter kommen, nicht nervös wird, ne? Schon nachschmecken und nichts übergaren. Aber sonst war es schon richtig gut.